Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ninja Yamino Kage. Ich habe am Ende der letzten Folge ich schon leicht Hunger gekriegt, aber mein Gott, kann ich nicht mal hier 40 Minuten aufnehmen, Magen? Wieso sabotiert mich hier schon wieder alles? Ja, wir sind immer noch in diesem Level hier. Haben schon einige Male neu starten müssen, weil, ja, das in erster Linie ging es um diese eine Stelle, aber ihr wisst es wahrscheinlich. Muss ich euch nicht erklären, ihr habt das ja gesehen. Und hier, das war ja auch so eine schwierige, ich meine, das, ach so, ja, ja, ach so, ja, ja. Ist schön, dass du dann nach 100 Jahren mal aufgegangen bist, aber das Problem ist... Ja. Da können wir gleich wieder neu starten. Woo! Nee, ganz ehrlich, das ist... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das, wieso bin ich denn eigentlich schon wieder tot? Tatsächlich? Ja, jetzt kann ich neu starten. So, das ist dann Allahu Akbar Moment, Bullshitter Moment Nummer 2, nachdem wir den ersten geschafft haben. Ganz klar, kommt natürlich der zweite direkt hinterher. Das Problem war, ja, ich habe das einerseits natürlich realisiert, dass ich, als das Ding unten war, mir quasi die ganze Zeit selber Schaden zugefügt habe. Okay, die 10-15%, die ich an Leben verloren habe, waren tatsächlich meine Schuld. Aber ja, ich wollte ja auch sofort die Zeit nutzen, aber das Ding ist irgendwie nicht hochgegangen. Und ihr habt ja gesehen, dieses MG-artige Verhalten, da kann man ja noch mit klarkommen. Aber da sind ja diese Kugelblitze rausgekommen. Und die verfolgen mich einfach. Und das Problem ist, wir hatten ja, wie gesagt, vor einigen Leveln schon mal sowas ähnliches, hatte ich ja erzählt, ne? In diesem Tempel-Level. Aber da konnte man dann aus weiter Entfernung schön ballern, aber das Problem hier ist ja, dass wir links da diese Spikes haben und so weiter. Also ich habe jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, großartig auszuweichen. Also das wird, denke ich mal, eine Stelle sein, wo ich in Betracht ziehen würde, wo ich mich dazu bereit... Ah, shit, natürlich war da noch eine Pflanze. Es ist wirklich einfach nur Zeitschinderei hier, wo ich mich dazu breitschlagen lassen würde, zu sagen, jopp, okay, kann man nicht... Nein, Moment! Neuladen. Mein Gott. Ja, dieser Automatismus. Oh, Kiste. Kiste, geil. Ja, weil, ja, ich wollte... Natürlich fällt mir die Kokosnuss auf den Kopf. Ich wollte das einfach schon mal aufmachen, tatsächlich. Und dann einfach so dieses, ja, der Automatismus einfach. Ja, wie gesagt, es ist jetzt... Kommt jetzt wahrscheinlich so leichte... wieso machst du direkt Neuladen? Ich werde jetzt leichte Konzentrationsprobleme kriegen, weil ich ja gerade anfange, mächtig Hunger zu kriegen. Ich, wie gesagt, habe jetzt, seitdem ich wach bin, noch nicht wirklich was gegessen. Mein Magen geht immer dann richtig steil. Das ist dann von jetzt auf gleich. Tut dann immer so, als hätte ich die letzten 3 Tage lang nichts gegessen. Und dann, keine Ahnung, esse ich so ein Joghurt oder so. Und ne, dann bin ich auch schon wieder satt. Das ist so dämlich. Aber ja, ist wie gesagt ganz, ganz wichtig hier, dass wir den besten Let's Player Deutschlands natürlich. Es reicht nicht, dass ich quasi gehandicapt bin mit meinem Bein. Nein, nein, nein. Es muss natürlich auch noch weitergehen, ist ja ganz klar. Aber ja, ich versuche mich jetzt einfach weiter zu konzentrieren und noch diese Folge hier rumzukriegen. Die Pflanzis, sie können wieder aktiviert werden und. Ja, ne, die. Ich habe gerade überlegt, es wäre schön, wenn man dann direkt alle einfach aktivieren könnte, aber das ist die. Verzögerung ist einfach zu heftig, tatsächlich. Das ist so nervig, Mann. Ja, sollte ich das vielleicht nicht aufmachen hier? Ja, ich werde das jetzt doch mal hinkriegen. Oder nur aufmachen, Rabon. Nur aufmachen. Nicht geizig raufspringen. Weil, ne, wie gesagt, ich meine, hey. Man könnte ja auch theoretisch einfach dafür sorgen, dass... den habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Den habe ich nicht kommen sehen. Man könnte es ja auch einfach so machen, dass ich das... Ne, ich meine, man weiß ja, vor allem wenn man das Level das erste Mal spielt, ein Level das erste Mal, man weiß ja nicht, was drin ist, ne? Ihr wisst ja noch in der Höhle, da musste ich ja auch immer taktisches Truhenlernen machen und so weiter, weil ich musste dann schauen, okay, ist es jetzt die linke oder die rechte Tür, die einen Leckerbissen hat? Und man könnte es ja auch tatsächlich einfach so machen, dass man die Kisten aufmachen darf und solange man den Gegenstand nicht einsammelt, verschwindet er auch nicht. Aber leider ist das ein Spiel von 97 und scheinbar war Eidos, nicht Core Designer, Eidos sehr, sehr inkompetent, was das angeht, von daher... müssen wir leider uns die Scheiße merken und die Truhen halt nicht aufmachen, ja. Mann, Mann, Mann. So, hier nochmal ein paar Münzileinis. Sehr, sehr viel. Moment, hatte ich beim letzten Mal nicht irgendwie 850? Das ist wirklich zufällig, ne? Jetzt habe ich einfach mal 980.
richtig heftig, der Bullshit. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden, dass das hier, wie gesagt, keine große Gefahr darstellt. Schon mal im Voraus hier so ein bisschen böllern. Das erste Vieh kommt ja daraus, genau, dann hier. Ja, die linke Seite ist schwierig, weil man sieht es ja auch nicht jetzt so gut. Seht ihr, das ist, dieses vierdimensional ist die größte Schwäche dieses Kackspiels. Richtig behindert, ey. Die Gegner, die können natürlich, die juckt es, denen juckt es nicht. Die können sehr, sehr gut zielen. Also ja, okay, die hauen jetzt auch nicht immer, es trifft jetzt auch nicht immer jeder, aber ist schon heftig einfach. Naja, so, dann lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ja auch gut einfach, ne? Wenn man dann sich so seinen, ich hoffe, ich habe das jetzt aktiviert, seinen Lebensbalken anschaut und dann sieht, ja, hier, ich habe jetzt dieses Stück Fleisch extra aufbehalten und jetzt lohnt sich es tatsächlich, ne? Ja, guck, schön aufgeheilt. Wie gesagt, ich würde diese Theorie gerne mal verfolgen und mal schauen, sofern wir, was natürlich hoffentlich nicht passiert, aber falls wir mal wieder in diese Situation kommen, vielleicht dann, wenn wir mal wieder ein Level proben, ein neues, und dann mal keine Striche da unten haben, ob ich dann tatsächlich, wenn ich Leben, die Münze schön aufs Lagerfeuer gepackt, ob ich dann tatsächlich weniger geheilt werde, das wäre so Allahu Akbarianisch. So. Zack, zack. Ja, ja, oh, ja, da bin ich leider hängen geblieben, weil dieses Spiel so fantastisch vierdimensional gesteuert ist. So, meine Lieblingsstelle. Ja, hier, seht ihr das? Seht ihr das? Guck. Da bin ich hängen geblieben. Einfach eine unsichtbare Wand. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Ne? Sehr, 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 sehr schön, dieses Spiel. Ja. Ein bisschen Zwickerli, Zwickerlu. Ne, da wurde man schon so ein bisschen auf den Kugelblitz hingewiesen. Vorbereitet durch diese Scheiße. Ja, der Kugelblitz. Vor dem habe ich definitiv, wie gesagt, mehr Angst. So, ja, genau. Ja, ich habe... Alter, zwiebelt das. Oh, ich leide richtig mit, ne? Mehr oder weniger. Eieiei. Schade, schade, aber man sieht, ich versuche natürlich mein Bestes sowieso, sonst wäre ich ja nicht mehr hier. Lul. Es wäre schön, wenn hier vielleicht immer so ein Gegenstand wäre oder so, ne? So ein Kelch oder was das da, was man da manchmal kriegt. So. Ja. Er geht halt nicht auf, ne? Also irgendwie muss ich da ran. Und da verliere ich aber schon zu... Achso, guck mal. Ich werde sogar abgekapselt. Ich dachte jetzt, das wäre sehr, sehr schlau von mir gewesen. So. Der Kugelblitz. Okay, ich bin schneller. Das, ja, aber guck jetzt da. Der geht ja einfach wieder aus. Gut. Wie schießt der denn? Schießt er immer gleich? Er schießt immer gleich. Ja, 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 okay. Das, ich muss das halt deutlich langsamer. Ja, ein bisschen Zeit einfach nehmen. Und dann passt es gut. Dann ist die erste Stelle ja dann doch immer noch heftiger, ne? Scheinbar. Jetzt bräuchte ich gerne Leben. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen, weil ich ja jetzt so lange hier im ersten Part rumgedödelt bin, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob ich mich jetzt hier... Oh, habe ich die Pflanzen getriggert? Nee. Ob ich mich jetzt lebenstechnisch auf irgendwas freuen darf? Ja, wieso rutschst du denn da aus, du Wichser? Wieso habt ihr nichts fallen gelassen, Mann? Ja, bei dem bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich irgendwas... Ich hab's plätschern gehört, da kamen die Gegner. Ob ich die Explosion für die Gegner nutzen kann? Es ist so dumm. Hier, guck mal, wenn hier irgendwo ein Gegenstand ist und da sind ja auch Pflanzen und du siehst das einfach nicht, weil diese fucking Palmen im Weg sind, Mann. Oh, oh ja, seht ihr? Da dachte ich, oh, hier muss ja jetzt ein Gegenstand fallen gelassen worden sein. Oh, upsi pupsi. Es ist leider ein Gegenstand, der mir nicht heult ist. Upsi pupsi. Leider konnte ich das nicht sehen, ey. Das... Spieletester, ja, ich weiß, es ist dieser Mythos, ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Diese Behauptung, diese Sage von den Spieletestern, Mann. Wart ihr in den 90ern irgendwie behindert? Nee, das kann ich so... Oh, danke. Kann ich so nicht sagen. Definitiv menschlich, aber... Ja, in den 90ern... Konntest du dich aber... Was Spieletesten angeht, nee, glaube ich nicht tatsächlich. Aber vielleicht konnte sich das Eidos auch nicht leisten. Ich weiß ja nicht, ob der... Ich meine... Ist halt so die Frage, ne? Musst du für... Gibt es? Also ich meine, klar, ja, ich würde gerade sagen, gibt es denn den Beruf Spieletester? Game 1, Giga Games, Game 2. Ja, okay, aber... lecker Schmecker. Ich meine, es ist ja auch irgendwo, kann man auch sagen, das ist ein Privileg, oder? Ein neues Spiel vor allen anderen spielen zu dürfen. Ist es nicht an und für sich schon die Belohnung?
Oh ja, Kokosnüsse, danke. Den habe ich auch. Die Auschwitz-Kokosnüsse, Allahu Akbar, Kick, Fuck, Kick, Fick. Scheiße, habe ich vergessen. Oh, Mann, ey. Ne, von daher könnte man das ja so sagen, ist es nicht Belohnung genug, da müssen wir dich nicht extra dafür bezahlen. Das ist, ja, sind hier jetzt schon wieder sehr, sehr unnötige Sachen passiert und wie gesagt, ich bin froh, wenn die Kackfolge hier vorbei ist, damit ich meinen armen, verhungernden Magen beruhigen kann. Oh nein, Hilfe, mein Magen versucht mir doch zu signalisieren, dass wir gleich sterben, Leute, wir sterben doch gleich, wenn wir jetzt nicht innerhalb von 3 Minuten irgendwas essen. Mein Gott, ey. Mein Gott, ja, guck, es ist alles so, ja, wieso, guck, Alter, was ist das, Tekken, Schwierigkeitsgrad ultra hart hier? Nee, sorry, Let's Plays habe ich schon gemacht. Was blockt der Wichser denn so viel? Junge. Sucht euch mal Hobbys. Es gibt so viel, was in diesem Spiel einfach scheiße ist. Was einfach, das schreit einfach nach Verarsche, Mann. Junge, man hat 9 Leben. 9 Leben, wenn man dieses Kackspiel anfängt. Ja, ich weiß, wir haben jetzt 9 Leben. Normalerweise hat man ja 3, 3, 3. Also dann dementsprechend die ganzen Cardinals und so weiter. Ja, aber ihr seht ja, ihr habt ja auch vor 1, 2 Folgen gesehen hier, was man da so, wie schnell man da so seine Leben verlieren kann, wenn man in ein neues Level geht, ja. Ihr seht es ja am laufenden Band immer noch. Ich lade zwar immer neu, aber ja, ich habe ja allein in dieser Folge habe ich auch schon wieder 3, 4 Leben verloren. Das ist so unfucking fassbar. Und ja, geil, wuhu, geil, der 5er wieder. Mein Gott, was habe ich für diese 5 Cent wieder mein Leben riskiert? Puh, ja gut, ich meine, vor 10, 20 Jahren waren 5 Cent wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wert als heute. Ich meine mal, dass es eine Zeit gab, als ich in der Grundschule war, gab es dann diesen einen Tag beispielsweise, wo wir, huhu, ein guter Klassenkamerad und ich haben 2 Mädchen zum Eisessen eingeladen. Das Problem war halt nur, also sie, das war, wir waren zu viert alle in einer Klasse. Und dann haben wir ein Mädchen und ihre beste Freundin halt eingeladen. Das Problem war nur, dass wir beide auf dasselbe Mädchen gestanden haben. Naja, ja, egal, ich wollte jetzt nicht so drauf eingehen, aber ich meine, deswegen erzähle ich das jetzt, und grundsätzlich, weil ich ja auch damals viel mir Eis gekauft habe, dass so eine Kugel Eis einfach im Eisladen 20 Cent, 20 verfickte Cent gekostet hat, Leute. Ich meine, dass wir mittlerweile bei 4 Euro sind oder so, ja. Das ist so unfucking fassbar, ey. Und deswegen, hey, da, wenn das jetzt Anfang der 2000er hier wäre, da lohnt sich's nochmal, so einen 5 Cent hinterher zu springen, ja. Und auch wir damals im Hort, da hatten wir ja nachmittags, da konnten wir auch uns so Kuchen kaufen und so weiter. Und da haben wir wirklich, wenn man da so 65 Cent bei hat oder so, dann war der Nachmittag einfach gerettet, ja. Unfucking fassbar, Leute. Heutzutage kostet dann so ein Stück Kuchen irgendwie 6 Euro oder so, je nachdem, was das ist, ja. Ist natürlich klar, das war dann, wie gesagt, im Hort, das war jetzt nicht direkt irgendwie bei einem, wir sind jetzt nicht zum Bäcker gelaufen oder so, ist ja nochmal ein Unterschied, schätzungsweise, aber mein Gott, ich meine auch, dass das damals sowieso eher so eine Geschichte war, dass man uns beibringen wollte, mit Geld umzugehen und so. Dass sie da, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Minus gemacht haben. Ich habe mich auf jeden Fall damals krass gefühlt, so, wenn ich da, wie gesagt, mit 65 Cent rumgelaufen bin. Boah, was? Ich kaufe mir da jetzt 2, 3 Stücken Kuchen von Holy fucking shit, ey. Habe ich nicht so oft gemacht, aber ich konnte halt. Darum ging's, Leute. Dass man konnte damals viel mit 65 Cent machen, ja. Muss ich mal dumm fragen. Weil ich ja jetzt, sorry, so vertieft war. Habe ich denn jetzt die Kiste da unten eingesammelt? Ich meine, schadet ja nichts, mal nachzuschauen. Fragen kostet nichts, soll ich sagen. Ja, das ist gut. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich dachte gerade so, hätte ja sein können, dass ich es eingesammelt habe und dann wäre es traurig gewesen, wenn ich schon wieder die Hälfte an Leben verloren hätte. Aber nope. Ich habe es einfach nicht gemacht. Sehr, sehr gut. Wir haben noch 3 Minuten, Leute, das heißt, das ist hier definitiv der letzte Versuch. Guck mal, jetzt habe ich nur 695. Beim letzten Mal bin ich, ich habe doch schon Floß-Action gemacht, ne? Da hatte ich knapp 1000. Das ist, ach, lächerlich. Ne? Also du wirst an gefühlt jeder Ecke gefickt. Die Gegner können spontan, blocken sie viel. Und,
ja, unvorhersehbare Geschichten passieren hier einfach und dann wirst du noch nicht mal gleich ordentlich vergütet. Ja. Naja, gut, soviel zu den 3 Minuten, Leute. Da lohnt sich natürlich jetzt nicht, einen weiteren Versuch zu starten. Ja, also wir sind nicht wirklich weitergekommen, oder? Also die 38% haben wir definitiv nicht erreicht, aber wir haben ja die ein oder andere Erfahrung natürlich gemacht. Wir wissen jetzt, dass die Stelle hier, wo wir eben verreckt sind, gestorben sind, ist ja definitiv einfach immer noch nervig. Die zweite Stelle lässt sich aber definitiv machen mit dem Kugelblitzen. Da muss man einfach ein bisschen Ausdauer bewahren. Von daher, ja. Erzählt mir gern, weil wir ja gerade das Thema hatten, auch teilt gerne im Kommentarbereich mit, was ihr damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er mit 65 Cent so anstellen konntet. Oder vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße und das war ganz anders. Vielleicht hat ein Stück Kuchen auch 80 Cent gekostet. Aber was die Kugel Eis angeht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man damals für 20 Cent sich eine Kugel Eis kaufen konnte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe das gefeiert, beziehungsweise, nee, ich habe es nicht gefeiert, ich fand es einfach normal irgendwie. Weil ich meine, was, gut, ich bin jetzt kein Eisexperte, aber was ist Eis? Eis ist einfach ein Klumpen gefrorenes Etwas, ne? Ein paar Zutaten, zusammengewürfelt, eingefroren, fertig. 20 Cent. Finde ich irgendwie nachvollziehbar, aber natürlich hängt es immer mit den Preisen zusammen und es ist ja klar, wenn alles teurer wird, werden natürlich auch die Utensilien, um das Eis machen zu können, teurer und dann muss das Eis natürlich dementsprechend auch teurer sein, aber man muss sich ja im Endeffekt dann immer die Frage stellen, warum wird alles teurer? Hat das wirklich einen Sinn? Die Leute, die Regierung schiebt es auf die Ukraine, beziehungsweise auf Russland natürlich, das ist natürlich einfach Quark, ja? Oder haben es natürlich auch in der Vergangenheit auf die Pandemie geschoben? Ja! Wer hat die Pandemie nochmal ausgerufen? Also es ist alles nur, das ist alles gewollt, um die Finanzblase endlich mal zum Platzen bringen zu können. Von daher, es gibt keinen wirklichen Grund, ja. Es gibt keinen Grund. Also der Grund für die steigenden Preise ist, weil ihr abgezockt werden sollt, ja. Der Grund für die erhöhten Strompreise ist, weil man der Meinung war, die Atomkraft abzustellen. Die Kohlekraftwerke, ja. Aufgrund von Windenergie, aufgrund von dem Klimawandel, der aber normal ist und der nicht menschengemacht ist, ja. Also man hat aufgrund einer Lüge hat man gesagt, so, ihr müsst jetzt mehr bezahlen. Das ist eigentlich die Welt zusammengefasst, ja. Ihr werdet immer ärmer, müsst aber parallel immer mehr arbeiten gehen, aufgrund von Lügen und rausgeworfenes Geld seitens der Regierung. Beispielsweise habe ich auch mal in einem Mario-Video erzählt, dass die letzten Sommer und wahrscheinlich auch die Sommer davor, haben sie im Sommer abends immer eine einstündige Lasershow im Bundestag veranstaltet. Also der ganze Bundestag, das Gebäude, hat eine Stunde lang geleuchtet. Außerdem war er, klimaanlagentechnisch hatte er ja auch immer die idealen Temperaturen. Und das hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich meine, dass das mindestens 50.000 Euro waren, die am Tag da verdödelt wurden. Einfach mal so 50.000 Euro rausgeworfen für eine einstündige Lasershow. Ja. Und dann werdet ihr da draußen an die Kasse gebeten. Weil die Leute, weil der Bundestag eine tagtägliche 50.000 Euro schwere Lasershow-Stunde gebraucht hat, ja. Also von daher, denkt mal wirklich drüber nach. Ihr werdet verarscht. Ihr werdet verarscht und dafür bin ich ja auch hier, ne, um euch das so ein bisschen näher zu bringen. Ja, so. Geil. Bin ich jetzt hier doch nochmal auf meine 20 Minuten gekommen. War nicht beabsichtigt. Natürlich wollte jetzt keine Zeit schinden, aber hat sich ja mal wieder alles schön ergeben. Von daher, Leute, ich muss jetzt was essen gehen. Holy fucking shit, ja. Und, ja, aber, ne, ich bin immer noch sehr, sehr positiv gestimmt, was das Level angeht. Das sind halt holocaustrianische Stellen, aber gleichzeitig ist einfach der Flow ist definitiv besser, ja. Die Wolkenstadt war richtig nervig und ich hatte Orientierungsprobleme. Hier, es ist ein ganz anderes Areal. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wann ich wie, wo, wann, was machen muss. Ich kann mir bisher die Kisten merken und so weiter. Von daher, vielleicht ist es von der Levellänge gleich, aber es ist auf jeden Fall angenehmer und das sorgt einfach dafür, dass ich da, ja, dass ich mehr Spaß habe, dass ich jetzt nicht wieder 8 Tage Pause mache und so weiter. Von daher, ich sehe das alles positiv und von daher, ja, aber wie gesagt, jetzt hier 695, ab und zu kriege ich auch 900. Das ist natürlich eine Schweinerei und da werde ich dann definitiv dann jetzt nach der Folge auch einfach meine Anzeige rauswerfen, ja.
Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier immer unterschiedlich vergütet werde für dieselbe Arbeit. Stellt euch mal vor, ihr macht immer dasselbe auf der Arbeit und dann habt ihr einfach mal 30 Euro weniger verdient oder so, ne? Das kann ja nun wirklich nicht der Fall sein. Und ferner von dem, weil wir es gerade angesprochen haben, achtet auf meine Videos mit den roten und lilanen Rahmen bezüglich der ganzen Wirtschaftslage und so weiter. Wegen meinen Statements jetzt, weil ich ja meinte, ihr werdet konstant verarscht. Da in den Playlisten findet ihr auch diesbezüglich definitiv mehr. Und denkt immer dran, abonniert mich im besten Fall auch auf Telegram. Da versuche ich euch ja auch politisch aufzuklären. Wenn ich nicht gerade PC-Probleme habe, hatte ich ja auch vor einigen Tagen erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, aber ne, auf Telegram natürlich. Das ist kurz ein, zwei Tage vor meiner Beingeschichte passiert, dass ich meinen PC runterfahren wollte und der ging, er ist einfach nicht runtergefahren. Und dann habe ich den Knopf gedrückt gehalten, damit er ausgeht. Hab dann sicherheitshalber nochmal raufgedrückt, weil ich wissen wollte, ob er wieder hochkommt, und er ist nicht hochgekommen. Irgendwann hatte ich dann die fantastische Idee, den Controller abzustöpseln. Und dann ging er auf einmal hoch. Ja, und ein, zwei Tage später passiert das mit meinem Bein. Also das sind auch Geschichten, die ja, findet ihr dann immer auf Telegram natürlich und so weiter und so fort. Ja, so, jetzt aber wirklich Schluss jetzt hier. Ende im Gelände. Oh, guck mal, geil. Da habe ich gerade aus meinem Hinterkopf den Shuriken geschossen. Zumindest sah es so aus. Also, ja, die... Ja, doch, es ist einfach nur ein Effekt, dieses Türkise. Eigentlich werfe ich ja nur Wurfmesse, aber es sieht ja voll cool aus mit dem türkisenen Schimmer da drum, nicht wahr? Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Sia. Oh nein, ich kann... Gut, dann machen wir es halt so.